Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Valheim. Ja, das Maus, das kommt gleich erst. Die ist nochmal kurz, wo der Kaiser zu Fuß hingeht, hingegangen. Und wir machen jetzt erstmal weiter. Die schließt sich aber gleich wieder mal an. Und zwar hier mit Le Treppler. Ich habe jetzt nochmal mit Mausi nochmal ein bisschen Holz geholt. Jetzt müssen wir nochmal kurz hier ein klein wenig verbessern. Komme ich da oben nicht ran? So, jetzt. Ah, guck mal, das fällt mir gleich alles in den Schoß. So muss das sein. Nicht anders. So, muss ich jetzt hier auch wieder so einen illegalen Bautrick anwenden? Ja, ich muss hier auch wieder einen illegalen Bautrick anwenden. Geht doch nicht. Immer diese illegalen Baumechaniken hier. So. Zack. Ah. Kein Problem. So, dann könnte man nämlich hier. Wenn ich das Ganze jetzt nochmal ein schief hochziehe. Sehe das denn besser aus? Ja, eigentlich schon, ne? Das heißt, wir ziehen das Ganze dann sogar noch einen kleinen hier nach. So. Und dann passt das. Das ist besser als das andere, was ich davor machen wollte. So, dann kommt hier natürlich nochmal so ein Eck ran. Genauso wie hier. Dann kommt hier blub, 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 blubs. Der hier versetzt ran. So. Hier kommt jetzt natürlich dann das Endschild. So, und da kommen dann nochmal Balken dran. So. Gut, dann haben wir die Seite jetzt schon fast soweit gut fertig. Hier nochmal. Hier nochmal einen Endbalken reinpacken. Das hier kann weg. Das brauchen wir ja nicht. Das ist Blödsinn geworden. Schade. Ach, so. Ein Mausipups. Was machen Sie denn hier? Mitspielen? Darf ich nicht? Nee, verboten. Okay, dann muss ich jetzt gehen. Tschüss. Okay, ciao. Du hättest du durchgezogen. Aber mein Gut, dass du nicht durchgezogen hast. Ich bin ja nicht mehr da, das ist das Luna, die hier spielt. Achso, das ist der Hund, der spielt. Achso, okay, gut. So, Luni, machen wir dann weiter? Wuff, 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 wuff. Wuff, 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 wuff. Wuff, 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 wuff. Kann Luni denn genauso gut begradigen? Ja. Ja, so eiskalt, so, natürlich. Was stellst du das in Frage? Du hast das nicht in Frage zu stellen. So. Machen wir hier auch gleich hin. So, wenn dir was aber an den Treppen nicht gefällt, dann sag das bitte jetzt noch, solange ich dran arbeite, ja? Mauchi. Ach nee, Luni. Ja, was gefällt dir denn nicht? Also gefällt dir nicht. Ja, das hier. Ja gut, das machen wir ja jetzt, denn, ne? Das ist doch schick. Ich rede ja jetzt so von den Treppen. Die Treppen werden ja gebaut. Also haben wir jetzt sozusagen, du hast ja gesagt, das soll so genauso aussehen wie bei den anderen, ne? Also bei der anderen Treppe, die ich da ins Nirvana gebaut habe. Den Berg einmal komplett rauf. Und
Und so habe ich die jetzt vom Design her ähnlich gemacht. Sie ist ein bisschen schmaler. Die ist halt nicht vier, sondern halt nur zwei jeweils. Da hast du dann drei Aufwege. Mhm. Weil eigentlich war das ja ein bisschen anders geplant. Aber ich will jetzt diese drei Aufwege haben. Ich will sie jetzt behalten. Ich bin jetzt bockig. Ja, so ungefähr. Ich bin jetzt einfach nur bockig. Ich bin nicht mehr stinkige Frauchen. Warum bist du nicht mehr stinkige Frauchen, hä? Weil ich beschlossen habe, es ist besser, hier zu kuscheln. Ach so. Eine ganze Folge nur später. Eieiei. Hat ja nicht lange gedauert. Na, guck. Das war so klar. Das ist Looney-like. Ich hab doch gesagt, die wird dir nicht böse sein. Siehst du, guck mal da, siehst du, habe ich noch einen Baufehler, ne? Haha, gesehen. So. Weil da muss er ein bisschen mit in die Wand. Machen wir den auch noch komplett zu hier. So. Ha! Ha! So. Jetzt. Na, müsste soweit auch schon mal ganz gut passen. Gut, dann machen wir jetzt hier vorne die Kanten rein. So, und dann habe ich kein Holz mehr. Wie kann das? Warum habe ich immer kein Holz, wenn ich Holz brauche? Eieieiei. Ich habe noch nicht mal was gefressen, fällt mir gerade auf. Berühmtes Survival-Phänomen. Ja. Ich habe jetzt mal das Holz, was wir jetzt geholt hatten, was eigentlich zum Verbrennen war, benutze ich jetzt gerade als Baumaterial. schlimm mit mir, wa? Extrem. Ne, ich hatte sie eigentlich nur geholt, damit ich dann sagen kann, okay, ich brauche mal ein bisschen Kohle. Wir können dann wieder ein bisschen und so, ne? Siehste, selbst Odin fängt an zu weinen. Er opfert sein Brennholz für Bauholz. Bist du sicher, dass das nicht Pipi ist? Wieso, piecht er auf uns? Warum sollte er auf uns piechen? Keine Ahnung, der hat uns ja auch hier runtergeschickt, also. Ja, yeah, wir sollen ja hier die Welt befreien. Wir sollen uns würdig Valhallas gewähren. Es pisst auf uns. Nicht gut. Doch. Ich bin nur ein bisschen konzentriert hier am Setzen der Ecken hier. Ah, jetzt auf einmal. Hier bin ich immer. Ich bin immer konzentriert. Hast du mich jemals unkonzentriert gesehen? Ja. Ach Quatsch, das ist gelogen. Bin immer konzentriert. Denkst du etwa, ich lüge? Ja. Aber wow. Sowas von. Du bist die Lügnerin schlechthin. Also du machst Loki Konkurrenz. Jetzt rede ich nicht mehr mit dir. Warum nicht? Bist du nicht Loki? Okay. Looney redet jetzt auch nicht mehr mit mir. Ich will jetzt wieder mit Frauchen spielen. Darf ich wieder mit Frauchen spielen? Och, Mauchi. Du bist doof. Ja, genau. Sehe ich genauso. So. Ist jetzt eigentlich wirklich eine Wolfsarmee haben, oder? Ja, natürlich. Ich würde gerne eine Wolfsarmee haben, aber erstmal müssen wir die Armee leider immer dünnen, weil wir brauchen Pelze. Und zwar nicht gerade wenig. Weil ich müsste mir jetzt auch nochmal eine Rüstung machen. Ich möchte mir die Silberrüstung machen. Und von daher
Na, jetzt dreh doch mal richtig rein hier. Bräuchte ich halt ganz viel Wolfspelz. Und Holz brauche ich. Holz! Gib mir Holz! Ah! Und von daher, mal gucken. Na, wir müssen dann sowieso noch, das eine oder andere möchte ich dann sowieso noch mal an Waffen machen und alles. Wir brauchen sowieso noch Eisen ohne Ende. Wir müssen mal wirklich gucken, dass wir jetzt erstmal unsere Eisenknappheit mal bald besiegen, ne? Das heißt, ich müsste bald mal wieder das Schiff nehmen. Wer ist eigentlich unser Schiff? Hat das überhaupt eigentlich schon einen Namen gekriegt von dir? Nee. Okay, du magst das Schiff nicht. Es hat noch keinen Namen gekriegt. Ich wusste, du magst das Schiff nicht. Hab ich doch auch gesagt. Ja, aber das Große mochtest du doch. Das Kleine, die kleinen Nussschalen, die magst du nicht. Da wird er ja schlecht drauf. So, die Treppen sind soweit fertig. Ich brauche einen Begradiger, damit ich hier oben weitermachen kann. Oder habe ich jetzt irgendwo eine Kante vergessen? Ne, Kanten habe ich jetzt nicht vergessen. So, das hier erstmal alles abreißen. Jetzt wird es auch noch so neblig hier unten, alter Schwede. Guck dir mal den Nebel an, ey. Ja. Richtig fette Nebelschwader. So. Jetzt muss hier aber erstmal das Holz rein. Brauchen wir ja Kernholz und ein Stackholz. Na ja, gut, mal erstmal so. Ah, Mist, mit dem Nebel sehe ich das nicht so gut. Nebel, pscht, pscht, pscht. Mausi, einmal pusten, bitte. Das klappt nicht. Klappt leider so nicht. Shisha, schade. So, dann kann ich aber vielleicht den Eingang schon mal so hochsetzen, ne? Glaubt, das wäre gar nicht mal so verkehrt. Dann überarbeite ich schon mal den Eingang. Weil wir brauchen ja jetzt, hier die Dinger drinne, versteckt am besten. So, erstmal alles mitnehmen. Bevor ich jetzt den Boden da hinten ansetze. Hier sind auch noch die ganz kleinen Dinger drinne, die wir eigentlich gar nicht brauchen. Die brauchten wir ja nur zur Setzhilfe. Ah, ich trage zu viel, verdammt. Wollte ich aber eigentlich nochmal gucken hier. Wir haben an den Balken haben wir einen Zweier hochgesetzt. Okay, gut. Schaffe ich es jetzt noch rüber? Mit meiner restlichen Ausdauer? Wenigstens bis zum Wagen? Nein. Achso, ich mal. Das machen wir mal so. Dann nehmen wir das mit. Dann schmeißen wir das da rein, das da raus. So. Und dann kommt jetzt hier ein Zweier hoch. Ich nehme mal kurz die Türen sogar nochmal mit raus. Und dann bauen wir das hier gleich richtig rein. Ne, das ist zu niedrig, ne? Jetzt muss ich, muss ich leider nochmal gucken. Ne, hier wäre das richtig. Ich hab dann bloß... okay. I understand. Ich hab dann hier halt bloß ein bisschen andersrum gespielt. Das heißt, wir können jetzt den erstmal nehmen. Und auch schön in den Boden stellen.
Mausi hier schon wieder am Trinken. Voll schlimm mit ihr. Ist nur am Saufen, die Frau. Ich fühle mich wieder wohl. Ich habe meinen Hund hier an meiner Seite. Achso. Irgendwas ist vorhin auch so ein bisschen muckelig, ja? Könnte sein. Ja, erwischt. Für nichts ohne mein Hundilein und mein Schatzilein. Ach Quatsch. Du bist immer noch eine schweißtreibende Persönlichkeit. Hm? So schweißtreibend. Keine Ahnung, mir ist nichts Gutes eingefallen. Und ich mache hier gerade schweißtreibende Arbeit, also schweißtreibend. Ich? Ich weiß jetzt nicht, ob ich das als Beleidigung auffassen soll oder als Kompliment. Nimm's so, wie du es jetzt denkst. Bin ich mal gespannt. Als Beleidigung. Aha, habe ich mir schon gedacht. Immer beleidige ich das Mausi. So, und jetzt müssen wir kurz gucken. Jetzt, ich hatte die kleine oder hatte ich den hohen genommen? Ich habe den hohen. Nee, den halben habe ich dann noch genommen und dann habe ich die genommen. Okay. Gut. Sehe ich nicht, ob der richtig. Ja, jetzt ist richtig rum. Na, nun dreh dich richtig rum rein hier. So, und dann habe ich den hier genommen. Ich wollte gerade sagen, jetzt will er nicht, aber doch. So. Ist die Seite auch schon mal so weit angepasst? Ist die Seite doch auch schon mal so weit angepasst. Müsste ich mal überlegen. Wir können ja hier... Ne, ich habe ja welches bei. Was denn? Oh, meinst du nicht, dass das ein bisschen zu hoch ist? Gegensatz zum Rest hier? Wieso? Oh, okay. Jetzt, welche Bäume pflanzt du denn da jetzt? Buche. Buche, ja gut, Buche ist in Ordnung. Nicht, dass du hier nachher Gräulingplagen hast, weißt du? Das wäre natürlich nicht so cool. So. Wir nehmen dann halt den halben hier. Weil wir müssen ja jetzt sozusagen, damit wir da hinten auch reingehen kann, müssen wir ja hier so ein bisschen Abstriche machen. Jetzt bin ich am Überlegen, das jetzt so hinzusetzen, dass der dann hier als letztes ist. Dann haben wir nochmal zwei gewonnen. Ja, okay. Dann hat man auch genug Platz, um hier nach rechts oder links durchzulaufen. Ich glaube, das sollten wir vielleicht so machen. Das den nehme ich jetzt so. Okay. Der ist definitiv zu hoch. Warum ist denn der zu hoch? Der ist ja mal definitiv zu hoch. Der irgendwie nicht richtig gerade? Kannst du jetzt nicht drüber laufen? Irgendwas stimmt hier nicht. Ich muss noch mal kurz rüber gehen, gucken. Da stimmt was nicht. Ich habe die doch so schön in die Erde gepflanzt gekriegt. Die sind so angesetzt, ja. Aha. Bin ich jetzt Mucke oder was? Mhm.
Rauchen tue ich dir so oder so. Ja, ist ab den abgeschlossen. Ja, und ist bei dem auch abgeschlossen. Oder ist das vielleicht, weil ich da hinten die Rückwand hatte? Ne, Tatsache, die gehen dann ein Stückchen weiter höher hoch. Das heißt, wir sind hier sogar schon in der Ebene so ein bisschen tief, ne? Ach du Heiliger. Ach du Heiliger. Ach du Heiliger. Ah, das ist natürlich blöd. Aber gut, ersetzt werden muss es so oder so. Das ist jetzt wirklich ein Millimeter, was fehlt. Das werden wir noch nie so aufgesetzt kriegen. Damit es identisch mit dem anderen ist. Das heißt, wir müssen das so machen. Aber hier irgendwie noch einen anderen gehen, das bringt nichts. Gehen wir Schnarchepups machen? Ja, gehen wir sofort. Ich bin gerade nur ein bisschen am Überlegen. Das wird dann halt heißen, hier hinten muss ein bisschen hopsen. Bisschen hopsen. Muss sowieso meinen Hammer gleich reparieren. Bin schon im Bett. Wo bist du? Achso, ich dachte, ja. Entschuldigung. Du hast gesagt, das Wartemoment, deshalb habe ich jetzt nicht damit gerechnet, dass das so schnell geht. Ich bin endlich schon rausgelaufen. Ab in die Eier-Bubu-Bette. Bettchen. Ja gut, aber einen halben Millimeter werden wir die Welt nicht hochziehen können. Das ist nachher wieder ein bisschen blöd. Jetzt haben wir die anderen Sachen alle soweit schon an den Boden angepasst. Das heißt, das muss leider so bleiben. Gut, man kann das dann halt auch, denke ich mal, besser erkennen. Ja, aber ist halt trotzdem ein bisschen blöd. So, Hammer reparieren. Das ist die Schmiede. Ja. Yeah. So, können ja mal auch gleichzeitig nochmal hier die Bienenstöcke da hinten auffüllen. Weil der ist ja soweit fertig. Und hier fehlten ja noch ein paar Bienenstöcke. Dann nehmen wir erstmal die von vorne. So. Achso, jetzt fehlt genau eine Biene. Jetzt fehlt genau eine Biene. Eine Biene, Maya. Nimm ich mal kurz die Biene hier. Andere Seite muss ich sowieso noch anpassen. Dann stehen da hinten wenigstens schon mal alle wieder voll. Und unsere Honigproduktion kann weitergehen. Alter, hier ist ein Gesurre und ein Gebzz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 z
So, jetzt nehmen wir hier die hier. Wieder mit blinden Pünüppel. Mhm. Hoppala. Wie war das denn? So. Gucken die jetzt vorne an der Wand raus? Nee. Das sah jetzt eben nur so aus. Blub, 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 blub. Was ist eigentlich hier jetzt angepflanzt? Oh, das ist hier eine Rübensaat, hast du schief angepflanzt, Mausi. Die kriegt keine Luft. Hatte ich das nicht mehr gesehen. Eine Rübe kriegt hier keine Luft. Kann ich dir Luft verschaffen, indem ich dich hier so ein bisschen frei rau bau? Erstmal. Ja, ich kann sie wieder frei bauen. Wird aber eine war ein bisschen zu schief. Die wurde kränklich. Das heißt, da muss ich dann gleich nochmal ran. So, entweder wir machen das jetzt. So, wollen wir jetzt sowieso nochmal. Also, entweder wir machen das jetzt wirklich so ganz klein oder wir machen da jetzt wirklich mal Pinüpel dran. Wobei ich denn sagen würde, ich würde hier ehrlich mal so eine paar Pinüpel. Ich will mal sehen, wie das aussieht. Für unsere blinden Sicht. Weil die andere sieht man nicht so gut. Die ist ja auch so ein bisschen in der Erde verschwunden. Dann würde ich das vielleicht doch nochmal anpassen. Und ich muss sie ja nur in den mittleren Gärten machen. Das heißt, im äußeren Garten machen wir sie gar nicht. Weil man kann sich ja dann einfach von den Balken daneben ansetzen. So. Na komm, geh mal runter hier. So. Und dann können wir uns mit ganz viel Fantasie machen, dass das Tomatenreben sind. So. Jetzt muss ich, bei der muss ich dann halt warten. Mal kurz den Hammer. Jawoll. Und den auch wieder rauspopeln. So. Schade, dass es von den Hartholz nicht so einen ganz kleinen gibt. Nee, ich hätte lieber hier reingeknüppelt. Sehe bestimmt ein bisschen besser aus. Aber haben halt leider nicht so einen ganz kleinen Nüpsi. Man könnte jetzt natürlich noch so einen kleinen nehmen und dann halt einfach komplett nach unten ziehen. Genau, Erde verschwinden lassen, so nach dem Motto. Aber, irgendwie überzeugt mich das nicht so. Das wäre dann, glaube ich, auch ordentlich Fummelei. Fummela, Fummela. No? Maus, Maus? Fummela, Fummela. So. Ist die Blindenhilfe dann jetzt besser oder die andere? Von der Optik her. Da hinten fehlt halt, weil da hinten ist, die eine hat nicht genug Platz sonst. Da kommt ja nachher nochmal wieder drauf. Wenn die ausgewachsen hier ist besser. Die ist besser, ja? Ja. Gut. Dann ändere ich das bei der anderen Seite auch nochmal ab. Dann ändern wir das bei der anderen Seite auch nochmal ab.
Kann man sich besser auch dran eignen, ne? Mhm. Mal gucken, wie das aussieht, wenn das nachher. Mausi, dein Knopf, danke. Oh, schon. Ja, du hast ihn gerade die ganze Zeit gedrückt. Manchmal kriege ich das nicht mit, entschuldige bitte. Ja, alles gut. Das war jetzt nicht allzu schrecklich. Ah, alles gut, Mochi. Nee. Das muss jetzt nicht sein. Muss jetzt nicht gleich hier. Ab und zu drückst du halt gerne den Knopf mal und dann hört man mich halt doppelt und ich höre mich dann auch doppelt und alles hört sich doppelt und Platte hängt. Doppelt? Und doppelt. Wusstest du? Doppelt, ne? Aha. Das Schatzi? Ja. Doppelt. Ja, weißt du, was in den Nachrichten stand? Doppelt. Doppelt. Ja, manchmal echt ein Sackenschuss. Na, wir müssten halt echt nochmal ein bisschen was für dein Setup, ein bisschen Geld an Hand nehmen und mal wirklich nochmal viel, viel Geld da rein investieren, damit das dann halt ein bisschen besser wird. Was für Geld? Ja, das, was wir nicht haben. Ah, genau das Geld, ja? Genau das Geld. Das müssen wir nehmen und das müssen wir dann in dein Setup mal investieren. Das Problem ist halt, du bist halt wirklich so ein Mikrostimmchen manchmal. Ja, und genau dieses BBB, das kann kein normales Mikrofon aufzeichnen. Das ist Wahnsinn. Sondern ich hab halt nicht so eine laute Stimme. Das hatte ich noch nie. Ich kann auch nicht so brüllen, ne? Weil wenn ich anfange zu brüllen, dann kriege ich Halsschmerzen. Beziehungsweise wenn ich versuche, in deiner Lautstärke zu sprechen, ganz normal. Ganz normal, sagt sie eiskalt. Als wenn das normal ist. Naja gut, ich bin ja auch eher, ich stamme glaube ich von dem Brüllaffen ab. Irgendwie so muss das ja irgendwie vonstatten gegangen sein. Keine Ahnung. Ich glaube, meine Eltern verschweigen mir was. Wenn ich versuche, in deiner Lautstärke zu reden, so wie du normal sprichst. Das kann keiner, ohne heiser zu werden. Das ist anstrengend. Das kann wirklich keiner, ohne heiser zu werden. Das macht er 2 Tage lang. Danach liegt er krank im Bett und sagt, ich habe Halsschmerzen. Lass mich. Nee, dann kann er nur noch über Zeichensprache kommunizieren. Nee, so schlimm nun nicht. Also, so laut bin ich nun nicht. Ich dämpfe ja schon meine Stimme. Also, ich versuche ja nicht so, ne? So laut zu reden, aber es ist halt. Deine Zuschauer danken es dir. Es ist halt anstrengend. Na gut, Mikrofon ist ja, das ist ja dann wieder technisch gelöst, ne? Also mein Mikrofon habe ich ja gedämpft, das läuft nur auf 10%. Das heißt, als bestes Beispiel, wo mich dann auch immer die Leute drauf ansprechen, ja, dann nimm doch einfach dein Mikrofon und lass Mausi da reinreden. Wenn Mausi in mein Mikrofon redet, dann nimmt das Mikrofon überhaupt nichts auf. So sieht's aus. Weil es halt für mich schon gedämpft ist, damit ich dann halt nicht die ganze Zeit so angestrengt, so leise reden muss. Mhm. Also mehr als 10%. Bei Mausi ist es volle 125% erhöht. Eingestellt. Das ist halt auch, naja. Wobei, ich habe schon schöne Mikrofone gesehen. Für dich, Maus. Okay. Ja, die wären jetzt für mich nichts, also ich würde da einmal reinbrüllen, dann wäre den kaputt, so nach dem Motto. Du meinst wohl eher, die Ohren der Zuschauer würden an die nächste Wand fliegen? Ach Quatsch, das ist, du darfst ja nicht vergessen, das ist dann dB-abhängig und dein Computer kann ja die vorgeschriebene dB nicht überschreiten. Deswegen höre ich mich ja sowieso manchmal immer so extrem übersteuert an, obwohl ich eigentlich schon dagegen steuere. Was dann halt auch immer ein bisschen blöd ist. Aber komm, Schatzi, wenn du mal richtig anfängst zu brüllen, wenn du in Rage bist, wenn meine Ohren nicht angewachsen wären, dann würden sie gegen die nächste Wand klatschen. Nee, ich weiß, dann hört man mich in China noch brüllen, aber, ne? Das ist jetzt keine Untertreibung, also keine Übertreibung, ne? Also, das ist wirklich so. Ja, ich weiß ja, dass ich ein sehr, sehr lautes Organ habe. Deswegen dämpfe ich ja auch immer.
Aber das Problem, wenn der Dizzy zu bestellen ist, kein Problem, selbst wenn die Box neben mir steht. Mich versteht man definitiv. Genau. Ich will, darf ich das sagen mit dem Hund letztens? Mit dem Hund, ja, natürlich. Ich wäre ja wirklich gern mal dabei gewesen, wo du den Yorkshire Terrier zusammengebrüllt hast, weil er dich nicht in Ruhe gelassen hat. Es ist einfach mal so ein bisschen groß aufbäumen. Ja, das war aber dann auch eher so, man macht sich ja dann automatisch groß. Also ich kannte diesen Hund überhaupt nicht. Ich habe ihn noch nie gesehen in der Nähe. Er kam aggressiv auf uns zu. Er wollte definitiv zu unserem Hund. Und er wollte dann halt auch definitiv beißen, weil das hat man hat es einfach gesehen. So, und dementsprechend war meine Reaktion, weil ich Luni ja, ne, jetzt keine schlechte Erfahrung bieten wollte, Arm hoch und der Yorkshire Terrier beißt mir voll in die Hose. Ja, du hast Luni hochgenommen. Und ich hatte Luni hochgenommen. Und dann habe ich halt nur mal meine Stimme ein bisschen erhoben, mich ein bisschen breiter gemacht, so dass man halt auch sagte, hier, ich bin größer, ich bin, ne? Ja, und die ganze Straße konnte jetzt hören. Und die ganze Straße hat mich dann plötzlich... Ich glaube, das hat man bestimmt noch zu einer Atomstraße gehört. Ja, egal. Ist halt so. Ist es nicht schlimm, dass ich nicht die Straße gesagt habe? Nee, ist nicht schlimm. Alles gut. Gut, aber weißt du was, Mausi? Ich bin hier jetzt erstmal fertig. Ich bin soweit zufrieden. Das Problem ist hier halt, der eine wächst halt nicht. Ist noch gesund. Also der eine ist ein bisschen zu schief gesetzt. Deswegen muss ich das jetzt hier nochmal abreißen. Das muss dann halt nur wieder aufgesteckt werden. Ne? Aber wie findest du es? Sieht doch viel geiler aus so. Jetzt hier noch natürlich so den Steinweg jetzt noch ein bisschen besser ausarbeiten, ne? Ja. Damit er dann da hinten auch durchgeht. Wie du das denn hier hinten mit den Dings machst, ob du das dann in drei spaltest und hier, ich habe hier extra ein bisschen Platz gelassen. Da denke ich mal, wird dir bestimmt noch was Optisches einfallen, oder? Mal gucken. Aber sieht doch schon gar nicht mal jetzt so schlecht aus. Ja, jetzt muss man nur nach oben erweitern, die Mauer, dass hier keine Leute reinkommen. Ja, klar. Klar, klar, klar. Aber dafür brauchte ich ja dann oben noch mal ein bisschen mehr Platz. Ich weiß ja gar nicht, wie weit bist du jetzt hier oben gekommen? Seht das von hier unten nicht? Ja, siehst du, passt doch. Könnten wir erstmal hier vorne zumachen. Ne? Würde ich sagen. Machen wir hier, was weiß ich nicht, noch mal irgendwie einen kleinen Vorraum oder so. Da lasse ich mir bis zur nächsten Folge aber noch was einfallen. Ne? So, aber jetzt, Mausi, komm. Ja. Nichtsdestotrotz machen wir hier einen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann. Tschüss.